Danke. Danke sehr. Ich fühle mich so lecker. Ich weiß niet, wie iets komt. Dat heb ik het zelf gehad, am Anfang einer Show. So. Vielleicht kommt es durch die Atmosphäre hier im Studiokomplex. Denn nach unserer Show kommt Musikladen. Und das ist voll in der Kantine und Korridor. Alles so Rocksänger, Popgruppen und nette Leute. Ich gehe gerade ins Studio, Zigarette in die Hand gedrückt. So nett. Finde ich doch doof. Een komische Zigarette. Wird doch kein Joint sein, ne? Ja, Musiker nehmen immer Joint. Dan scheint man Dinge zu sehen, die man normalerweise nicht sieht. Aber das haben die Komponisten und Texte die früher schon gehabt, nicht? Als die Lieder geschrieben haben, so von, Lieder geschrieben haben von, Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Ja, guck mal, ich kann nur dadurch gekommen sein. Oder der andere, der geschrieben hat, Ich küsse Ihre Hand, Madame. Und denk, es wäre im Mund. Nee, nichts für mich. Ich möchte nur reelle Dinge sehen. Und nee, das möchte ich nicht. Moment. Bin ich nun schon high oder steht da eine Faschingsprinzessin? Bitte Sie wünschen. Ich habe eine Überraschung für Sie. Ja? Heute ist der 11.11. Und der Mainzer Karnevalverein ist so begeistert von Ihrer Arbeit, dass er sich entschlossen hat, aus diesem Anlass einen Orden für Sie zu stiften. Ah ja, so eine Art Orden wieder des tierischen Ernst. So. Nein, wir haben mehr gedacht, das goldene Fettnäpfchen. Ah. Schön, schön. Weil ich so oft da reintrete, ja? Und jetzt alle Nahen und alle Nachlesenen ein dreifach donnerndes Hello! 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 Sehr gut, Herr Gabe, toll. Bitte nehmen Sie Platz, können Sie den Rest. Nein, ich muss gleich weiter nach Bonn. Ich habe noch einen Orden für den Hans Dietrich. Welcher Hans Dietrich? Der Genje. Ah, Genje. Ja. Kriegt er auch ein Fettnäpfchen? Nein, der kriegt das goldene Köfferchen. Ah, und warum das goldene Köfferchen? Der hat auch beim FDP-Parteitag immer gesagt, was er alles anpacken will. Wir packen dies, wir packen das, wir packen es. Und jetzt kriegt er das goldene Köfferchen, da kann er gleich Ei backen. Ah. So, und jetzt machen wir wieder eine Umfrage, aber diesmal nicht auf der Straße, nein, jetzt draußen im Lande, und zwar beim Kernkraftwerk Affinghausen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute vom Kernkraftwerk in Affinghausen, wo sich vor 3 Jahren eine kleine Panne ereignet hat, wie Sie sich vielleicht noch erinnern können. Am 10. Juni 1979 entstand hier in der Aufbereitungsanlage ein Leck und eine kleine, unbedeutende Menge radioaktiver Abgase strömten aus. Die Art und Weise, wie die Medien unterstützt von hysterischen Umweltschützern darüber berichtet haben, stand in keinem Verhältnis zur Sachlage. Ein paar wissenschaftliche Panikmacher stellten sich damals den Medien zur Verfügung, um lauthals zu verkünden, dass die Bewohner im Einzugsgebiet von 10 Kilometern nicht ohne körperliche Schäden davonkommen würden. Seit 3 Jahren ist dieser Fall nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und wir möchten Ihnen darüber berichten, dass die ganze Hysterie von damals völlig unbegründet war. Nicht ein einziger Mitarbeiter des Kernkraftwerkes, noch ein einziger Bewohner der unmittelbaren Umgebung haben irgendwelche körperlichen Schäden davongetragen. Nehmen wir zum Beispiel Herrn Michaelsen, der seinen Schrebergarten direkt neben dem Kraftwerk hat. Herr Michaelsen, als damals diese sogenannte Katastrophe passierte, waren Sie gerade in Ihrem Garten bei der Arbeit. Haben Sie oder Ihr Gemüse irgendetwas abbekommen? Nee, überhaupt nicht. Nee, als der Zwischenfall passiert ist, da habe ich da gar nichts von mitgekriegt. Ich habe abends erst bei den Fernsehnachrichten was davon erfahren. Und das Gemüse? Das schmeckt nicht anders als vorher auch. Meine Frau und ich, wir essen ausschließlich Gemüse aus unserem eigenen Garten. Hier. Bohnen, ja, Salat, Mohrrüben, hier, Kartoffeln. Dankeschön, Herr Michaelsen. Guten Morgen, Herr Schütte. Wie geht's Ihnen? Guten Morgen. Geht's gut? Danke, gut. Ja. Macht es Ihnen was aus, so nah an einem Kernkraftwerk zu wohnen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich muss ja auch an die Zukunft denken. Und wir müssen völlig unabhängig vom Öl werden. So ist es. Und da haben wir den Pressesprecher des Kernkraftwerks. Guten Morgen, Herr Clausen. Guten Morgen.
Ja, da haben Sie vor 3 Jahren allerhand zu tun gehabt, um die Presse zu beschwichtigen. Ja, das ist mein Job. Aber wir haben Recht behalten. Es war wieder viel Lärm um nichts. Mit den Linken müssen wir nun mal leben. So ist es. Herzlichen Dank. Und hier haben wir den leitenden Ingenieur. Sagen Sie, glauben Sie, dass so eine Panne sich nochmal ereignen könnte? Nein, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Wir haben innerhalb der letzten 3 Jahre unsere Sicherheitsvorkehrungen derartig verschärft, dass ein solcher Zwischenfall wie damals völlig unmöglich ist. Sehen Sie mal, das, was damals die Gemüter bewegte, nicht mehr war als eine kleine Bagatelle und dass wir mit den Einwohnern von Affinghausen beruhigt in die atomare Zukunft blicken können. Herzlichen Dank, Herr, Frau. Frau Kramp. Frau Kramp. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Blumen mitgebracht für Sie. Habt jetzt einen Büstenhalter mit 3 Körbchen. Ja, gut, und jetzt müssen wir wieder zurückgeben an das Studio. Sie müssen etwas lauter sprechen. Ich kann Sie so schlecht verstehen, wenn ich die Jacke über dem Ohr habe. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute am 11.11. wurde um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison eröffnet. Auch im Bundestag, und zwar von Landwirtschaftsminister Josef Ertel. Ich will Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen. Wer ihn schon kennt, soll sich melden, dann höre ich natürlich auf. Also, ich muss ihn natürlich auf Bayerisch erzählen. Der läuft nur auf Bayerisch, ne? Also, der Franzl will ein Dreirad. Zu diesem Zweck geht er zur Mutter und sagt: Mutter, alle meine Freunde, mit denen ich spiele, haben ein Dreirad. Ne? Sagt die Mutter: Bub, du weißt doch, wir haben gerade ein Haus gebaut, das muss im Schwaben gewesen sein. Häusler gebaut und wir haben nicht viel Geld, der Vater verdient jetzt nicht so viel, wir müssen alle sparen, bekommst kein Dreirad. Also der Bub sagt: Aber alle meine Freunde wollen ein Dreirad. Na gut, da sagt die Mutter: Aber ich kann jetzt nicht. Und dann sagt der Bub: Mutter, spielst du dann mit mir Vater und Mutter? Wenn Sie immer Mann wollen, kann den Bub nicht ganz frustrieren, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Sagt sie: Also ich spiele mit dir Vater und Mutter. Also sagt er: Fangen wir an. Dann sagt er: Gut, Mutter, dann gehst du rauf, ziehst dich auf und legst dich ins Bett. Wenn sie die Mutter setzt sich, was passiert denn mit dem Bub passiert? Was ist denn mit dem Bub passiert? Aber sagt sie: Mein Gott, das habe ich ihm versprochen, mache ich das. Was macht der Bub? Zieht sich die Hosen vom Vater an, das Sakko, setzt den Hut auf, geht auch hinauf, macht die Tür zu, sagt der Mutter oder Alte: Steh auf, zieh dich an und kauf ein Buben rein. Danke schön, Herr Präsident. Ja, wir haben Konkurrenz bekommen. Nach den hektischen Tagen des Wechsels in Bonn ist in der Bundeshauptstadt der Alltag wieder eingekehrt. Nur 2 Politiker haben noch Mühe, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Helmut Kohl mag noch immer nicht recht glauben, dass er jetzt wirklich Regierungschef geworden ist. Deshalb lässt er es sich jeden Tag von Neuem bestätigen. Guten Tag, Soldaten. Tag, Bundeskanzler! Helmut Schmidt dagegen vergisst ab und zu, dass er nicht mehr Regierungschef ist. So setzte er sich heute Nachmittag bei einem Empfang in Bonn auf den Stuhl, der eigentlich für den amtierenden Kanzler reserviert war. Bei einer Umfrage unter deutschen Angestellten stellte sich heraus, dass sie nicht ihr Gehalt, sondern das Betriebsklima für wichtigste halten. So, bitte, Frau Peters, nehmen Sie Platz. Dankeschön, Herr Direktor. Machen Sie das öfters? Nur, ich finde, gute menschliche Kontakte zwischen Direktion und Personal sind doch durchaus wünschenswert. Guten Abend, die Herrschaften. Ja. Frische Speisekarte, bitte schön. Bitte schön. Danke. Ich nehme ein Wiener Schnitzel. Ein Wiener Schnitzel. Und Sie, Frau Peters? Ich nehme 1 Dutzend Austern. 1 Dutzend Austern. Dann eine Lady Curzon. Eine Lady Curzon. Dann nehme ich eine Gänseleberpastete. Gänseleberpastete. Dann ein Filet du Patron. Filet du Patron. Dann nehme ich ein Soufflé mit Himbeersauce. Soufflé mit Himbeersauce.
bitte. Und eine gemischte Käseplatte mit Weintrauben. Danke, bitte. Bitte. Ah, und zum Abschluss nehme ich einen Kaffee mit einem Cointreau auf Eis. Entschuldigen Sie, Fräulein Peters, essen Sie zu Hause auch so viel? Nein, aber zu Hause will mich auch niemand vernaschen. Heute in unserem Panorama-Monitor-Report ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Norbert Schulz. Und zwar über das Thema zunehmende Aggression der Polizei. Dazu eine Frage, die viele von uns beschäftigt. Warum schlagen die Polizisten bei Demonstrationen immer gleich so hart zu? Ah ja, sie tut hier, als ob ich immer gleich draufhaue, aber das ist ja völlig unrichtig. Ja, aber im Fernsehen sieht man doch öfter diese Bilder. Also im Fernsehen? Also, mir ist dann gegen jede Form von Gewalt und ich persönlich lehne Gewalt für mich selber ab. Also Sie haben keine sadistische Ader? Ja, ich froh, mir ist ein Bürger wie Sie. Das ja gut, aber wenn Sie doch ab und zu drauf loshauen, warum passiert das? Ja, die Umstände zwingen deine halt manchmal... Wenn die mit Steine schmeißen... Dann schlagen sie gleich zu. Ah, na, dann nehme ich mein Megafon und sage, darf ich Sie auffordern, den Platz zu räumen? Ja, und wenn die noch nicht gehen? Dann sage ich, darf ich Sie zum zweiten Mal auffordern, den Platz zu räumen? Ja, und wenn sie dann noch nicht weggehen? Dann sage ich, darf ich Sie zum dritten Mal auffordern, den Platz zu räumen? Ja, wenn sie dann noch stehen bleiben. Herrgott, Spickle, dann nehme ich mal Gummiknüppel und hau drauf, bis ich... Das gefällt Ihnen, ne? Die Aufruf... nee, niks. Ach, noch ein Versprecher und die kommen das Buch te recorden. Die Aufregung über den Känguru-Fleischskandal hält an. Wie erst jetzt bekannt wurde, scheinen doch größere Mengen Fleisch in Umlauf zu sein, als ursprünglich angenommen. Auch in Bonn haben wir ein paar prominente Politiker zu diesem Thema befragt. Auf die Frage, ob er Kängurus esse, antwortete Bundespräsident Carstens... Es hat einen Tag gedauert, bis wir uns umgestellt hatten, aber seitdem essen wir sie sehr gern. Wir baten auch den früheren Innenminister Baum um eine Stellungnahme. Herr Baum, wie bekommt Ihnen Kängurufleisch? Sehr gut, die beruhigen auch irgendwie. Beruhigend. Auf die Frage an Manfred Werner... Der neue Verteidigungsminister, ob seine Freundin Elfriede ihm auch schon Känguru-Fleisch gekocht habe, antwortete er. Ich habe sie nicht gefragt und habe nicht die Absicht, sie zu fragen. Also, Leutnant Schumacher, Ihre Mission ist nicht einfach. Es kann Sie jede Minute das Leben kosten. Jetzt passen Sie auf. Sie springen mit Ihrem Fallschirm und einem Schlauchboot hier über den Blauen See ab, erreichen in dieser Bucht das Südufer... Nehmen die Höhe 3105 und arbeiten sich am Südostang hinunter bis zu diesem Fluss durch den Wald. Sie überqueren den Fluss schwimmend und erreichen hier die eingeschlossene Kampfgruppe. Ist das klar? Jawohl, General. Viel Glück, mein Sohn. Danke, General. Da geht ein tapferer Mann. Was ist denn noch? Draußen regnet's. Oh, ich das genieße. Diese prickelnde Frische, dieses entspannte Gefühl. Und das alles durch Palmolive Soft. Wissen Sie, die machen doch immer Werbung, dass man beim Geschirrspülen diese zarten Hände bekommt. Und da habe ich mir gesagt, was für meine Hände gut ist, bekommt auch meinem gesamten Körper. Also bade ich nur noch in Palmolive Soft und spüle zur gleichen Zeit mein Geschirr. Sehen Sie sich dieses Glas an. Kristallklar. Und meine Teller. Wie neu. Und auch meine Töpfe. Keine fettigen Schmutzränder mehr. Und sogar die Bratpfanne. Schonend. Sauber. Das ganze Besteck auch.
bedeuten. Die Untersuchungen über die sogenannte neue Heimat-Affäre sind abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. Arbeitsminister Blüm überreichte dem früheren DGB-Vorsitzenden Vetter das erste Exemplar der Taschenbuchausgabe. In der vergangenen Woche veranstaltete die SPD ein Hearing zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Dazu waren Vertreter von Gewerkschaft, Industrie und Parteien eingeladen. Fazit der Veranstaltung: Wenn es nach den Vorstellungen der SPD ginge, würde ein Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit sich selbst wieder begegnen auf dem Weg nach Hause. London. Königin Elisabeth ist heute von einer mehrwöchigen Weltreise heimgekehrt. Dabei besuchte sie unter anderem Papua-Neuguinea. Dat is niet geklapt, hè? Die neue Bildungsministerin Dorothee Wilms will demnächst im Bundestag einen neuen Gesetzentwurf einreichen, um den Stress in den Schulen abzubauen. Guten Abend, Hilde. Guten Abend. Wie geht's? Ach, danke, nicht so gut. Marco hat mal wieder Probleme in der Schule. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in diesem Monat. Steht es nicht, es muss an den Lehrern liegen. Ja, Marco ist wirklich das unkomplizierteste Kind der Welt. Hier zu Hause haben wir doch auch keine Probleme mit ihm. Er ist mal anständig, pünktlich, macht seine Schulaufgaben, ja, mault nie zurück. Das muss an den Lehrern liegen. Meinst du, es hat Sinn, wenn ich mal mit ihm spreche? Wo ist er denn? Auf seinem Zimmer. Marco! Marco, kommst du bitte mal runter? Dein Vater möchte mit dir sprechen. Tag, Papa. Guten Abend, mein Junge. Komm mal her, setz dich mal bitte. Schon wieder Ärger in der Schule? Das verstehe ich nicht. Ich tue nichts Außergewöhnliches. Ich bin nämlich in der Schule so wie zu Hause. Meinst du, es hätte Sinn, wenn ich mal mit deinen Lehrern rede? Versuch's mal, Papi. Gut. Auch ein Whisky? Ja. Zigarette? Ja. Heute vor 100 Jahren, war auch der 11. November, und am 11.11.1982 erfand der Nürnberger Schneider Gottfried Rosenthal die Zwangsjacke. Ich hab's geschafft. Ich hab die Zwangsjacke erfunden. Ich werd berühmt. Ha? Mein Lebenswerk ist vollbracht. Die Zwangsjacke. Ich werd berühmt. Dann, das kriegen wir schon. Im Kulturmagazin Arena ist richtig bekannt geworden, weil sich vor einem Monat eine Zuschauerin splitternackt ausgezogen hatte, kam es in der vergangenen Woche erneut zu einem skandalösen Zwischenfall. Diesmal forderte Familienminister Geisler eine Zuschauerin auf, sich weiter zu entblößen. Wenn Sie das Plakat nicht runternehmen, ja, jetzt, dann gehe ich jetzt aus dem Saal. Herr Minister, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass wir ihren Namen falsch geschrieben haben. Harald Konopka vom 1. FC Köln hat herausgefunden, dass seine Frau seit geraumer Zeit ein Verhältnis mit Toni Schumacher hat. Weitere Klatschnachrichten. Seit Wochen kursieren in Berlin Gerüchte, dass der frühere Staatsminister Wischnewski mehrmals heimlich die Ehefrau des regierenden Bürgermeisters von Weizsäcker zu Hause besucht habe. Darüber führten die beiden Politiker heute ein klärendes Gespräch. Sie kennen sich auf diesem Sofa aus? Ich kenne mich da aus, ja. Ja.
Kiel. Nach seiner Rückkehr aus Bonn erzählte der frühere Bildungsminister Björn Engholm voller Stolz von seinem tollen Leben in der Bundeshauptstadt. Nach jeder neuen Damenbekanntschaft habe er einen Pfennig in sein Sparschwein gesteckt. Besonders begeistert von den Bonner Frauen war er allerdings nicht. Man's lieber zu Hause und hat vielleicht damit mehr Erfolg. Hans-Dietrich Genzi dagegen, das zeigte ganz deutlich der Parteitag in Berlin, hat nur Ärger mit seinen FDP-Frauen. Die Matthäus Meyer hat mich verlassen, die Helga Schuchert ist abgehauen. Kannst du nicht mal ein bisschen zu mir rüberkommen, um mich aufzumuntern? Oh, ich komme mit der nächsten Maschine. Danke. Bitte, Fräulein Berger, schreiben Sie nach dem Jahr des Kindes, der Frau und dem Jahr der Behinderten, wäre es nun an der Zeit, das Jahr 1983 zum Jahr des Tieres auszurufen. Die Tiere spielen eine dermaßen große Rolle in der Welt, dass wir nicht mehr an ihren Problemen vorbeigehen können. Nach reiflichen Überlegungen, Moment, schon halb eins. Ich schlage vor, wir machen erstmal Mittagspause, Fräulein Berger. Darf ich Sie zum Lunch einladen? So, und ich möchte mich jetzt bedanken bei meinen drei Kollegen, bei Beatrice Richter, Klaus Havenstein und Dieter Krebs. Danke. Ja, wir zeigen Ihnen ab und zu mal am Ende der Show, was bei den Dreharbeiten der einzelnen Sketche schiefgegangen ist. Und heute möchten wir das auch machen, nur heute nur von einem Sketch. Denn die Geschichte mit dem Schimpansen hätten wir eigentlich in einer halben Stunde drehen können. Nur es hat fast einen ganzen Tag gedauert, denn der Affe wollte alles, nur nicht das, was ich wollte. Und wir machen es. Bitte. Bitte. Nochmal. Bitte. Nochmal. Bitte. Und wir machen es. Und wir machen es. So, darf ich Sie bitten? Komm. Ja. Und wir machen es. Komm. Und wir machen es. Bitte, wir machen es. Bitte. Da kommt nichts. Ja, wir machen es. Komm. 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 Nix. Wieder zurück. Komm. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen unterhalten haben, obwohl der Gegner ruht nicht. Sogar beim FDP-Parteitag wurde gegen Rudis Tagesshow demonstriert.